gehen wir in die Welt von tatsächlich schneller, höher, weiter, in der dabei sein eben meist nicht alles ist. In den kommenden Wochen ist Paris mit Olympia der Mittelpunkt des Kosmos Spitzensport. Olympische Spiele sind der Traum vieler Sportler. Aber um etwa beim Volleyball Überflieger zu werden, braucht es viel Anlauf. Leistung verlangt Leidenschaft und vor allem Leiden, jahrelang. Wer an die Spitze will, für den ist ein Sportgymnasium wohl erstmal der richtige Schritt. Franziska Hähnlein war mittendrin auf dem Parkett in der Landeshauptstadt Schwerin, wo Volleyball seit Jahrzehnten einen hervorragenden Aufschlag macht. Ihr Fokus ist der Volleyball. Smilla Bobzin, ein Talent im Angriff. Ihr Ziel, die Nationalmannschaft und irgendwann Olympische Spiele. Smilla, gerade 13 Jahre alt geworden, geht auf das Sportgymnasium in Schwerin. Hier trainieren zukünftige Olympioniken. Im Klassenzimmer treffe ich Smilla. Also ich würde gern schon übernächstes Jahr in die Nationalmannschaft kommen, zumindest so eine Einladung bekommen und das mal ausprobieren. Und irgendwann dann erste Bundesliga zu spielen und vielleicht dann später nochmal Nationalmannschaft zu kommen und dann vielleicht später sogar zu Olympia zu kommen. Wer hier trainiert, hat große Träume. Anders als viele Mitschüler besucht Smilla das Sportgymnasium erst seit einem Jahr. Die Ansprüche von Anfang an hoch. Der Druck ist enorm. Also mit der Schule und mit dem Training manchmal, man sitzt da schon Abend und weint vielleicht mal, weil man diesen ganzen Stress mit der Schule hat. Aber ich finde, es macht irgendwie auch Spaß, diese, sag ich mal, Challenge, das zu schaffen. Für sie und ihre Freundinnen aus der Mannschaft geht es direkt nach dem Unterricht zum Training. Unterstützung von Freunden und Familie, wichtig für den Leistungssport. Aber wie lassen sich Berufsausbildung und Spitzensport miteinander vereinbaren? Eine Frage, die auch Smillas Eltern beschäftigt. Sie wird nachher mit dem Volleyball, auch wenn sie möglicherweise im Profivolleyball landet, im Damenvolleyball eben nicht das große Geld verdienen können. Wenn man Glück hat, hat man ein paar Jahre, wo man eben mal damit auskommt, aber das andere ist einfach wichtig. Smilla wird am Sportgymnasium auch ihr Abitur machen. Bis dahin soll es eine neue bundesweite Sportagentur geben, die helfen könnte, Sport und Beruf miteinander zu vereinen. Noch bekommt Smilla Schule und Volleyball gut unter einen Hut. Also klar, es gibt anstrengende Phasen, wo man auch merkt, dass sie körperlich erschöpft ist. Aber in der Regel hat sie da einfach so viel Freude dran. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man da sich nicht so verbeißt. Und sie hat schon als kleines Kind gesagt, Sport ist ihr Leben, Sport ist mein Leben, Mama. Und es ist einfach schön zu sehen, dass sie auch so ihren Sport gefunden hat. Das Besondere an diesem Standort, die Nähe zur Schweriner Volleyball-Bundesligamannschaft. Mit ihrem Team ist Smilla im vergangenen Jahr deutsche U14-Meisterin geworden. Das geht nicht ohne hartes Training, wie mir ihr italienischer Coach sagt. Nein, natürlich. Hier ist Leistungssport, ja, wir sind die Spitze in Deutschland. In dieser Sache ist es schwer für die Mädchen, wissen wir das. Machen wir zwischen 14 und 16 Stunden pro Woche Training. Aber das ist der Weg. Jeden Tag Training, dazu der Unterricht und am Wochenende Turniere. Smillas Tag beginnt um 7:30 in der Schule und endet um 17:30 in der Volleyballhalle. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt so kaputt bin. Ich finde, der Tag heute war entspannt. Aber natürlich, das Training war anstrengend. Aber sonst geht's. Und tschüss! Für ihre Ziele Nationalmannschaft und Olympia investiert Smilla viel. Das geht nur im Team und mit Freundinnen.